Wandern mit Uwe. Wanderwoche oder Wanderreise an die Algarve. Tag 7. Eine leichte Wanderung an der Südküste der Algarve von Burgau nach Lagos zur Ponta da Piedade, einer der schönsten Sehenswürdigkeiten der Region. Die Wanderung beginnt am Dreh- und Angelpunkt des Ortes an dem Bushäuschen. Burgau ist ein ehemaliges kleines Fischerdorf, das heutzutage mehr dem Tourismus zugewandt ist. Zuerst schauen wir uns den kleinen Strand von Burgau an und dann wandern wir durch eine kleine Gasse, die mit einfachen Häusern gesäumt ist, den Hügel hinauf, um auf den Küstenwanderweg zu gelangen. Nun befinden wir uns ca. 30 Meter über dem Meer auf einem breiten Wanderweg und wandern in Richtung Osten. Beim Blick zurück werden wir gleich von der Wellenform der Gesteinsschichten und den Farben der Natur angezogen. Die Farbe des Meeres trägt sein Übriges zu diesem perfekten Landschaftsbild bei. Wir halten, wie schon gewohnt, respektvollen Abstand zur Abbruchkante. Wer darauf achtet, kann ja auch vereinzelt ihre Formen im Gestein sehen, die Wind und Wetter haben entstehen lassen. Vor uns taucht ein Hügel auf. Bevor wir diesen Hügel erreichen, können wir sehr schön sehen, dass wieder ein Stück des Hügels ins Meer gestürzt ist. Wir umwandern ihn links auf halber Höhe, halten somit ausreichend Abstand zur Abbruchkante und sparen einige wenige Höhenmeter ein. Auf der anderen Seite des Hügels schweift der Blick über Villenanlagen landeinwärts und auf den weiteren Wegverlauf. Im Hintergrund in der Ferne am Ende des Zipfels der Landmasse können wir unseren Endpunkt der heutigen Wanderung, die Ponta da Piedade, erkennen. Beim Zurückschauen tut sich immer wieder von Neuem ein tolles Fotomotiv auf und heute bei dem Licht kommen die Farben des Gesteins so richtig gut zur Geltung. Praia da Luz ist in Sicht und auf den Felsplatten, die sich langsam ins Meer gesenkt haben, können wir heute ein paar Angler beobachten. Nach dem Badeort Praia da Luz sehen wir schon das Anstrengendste, was uns bei dieser schönen Wanderung heute erwartet. Der Aufstieg auf diesen Hügel zum Obelisken hinauf. Aber zuerst wandern wir über die Promenade an dem schönen Sandstrand vorbei, um dann später an verschiedenen Villen vorbei zum Fuße des Hügels zu gelangen. Nachdem wir die letzte Villa passiert haben, stehen wir vor dem steilen Weg, der geradezu hinaufweist. Da dieser Weg aber sehr steil ist, wählen wir lieber einen der Wege links, die in einem Bogen auch zum Gipfel führen. Dort oben verweilen wir ein wenig und genießen die wunderbare Aussicht auf den Ort und die Landschaft. Wir wandern nun auf breiten Wanderwegen weiter, anfänglich in leichten Wellen, dann mehr oder weniger gerade, immer oberhalb des Meeres Lagos entgegen. Wir schweben praktisch so dahin, bis wir den Strand vom Porto de Mos, der schon zu Lagos gehört, erreichen. Und zwischendurch gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken und zu fotografieren. Ein Umweg durch ein Wohngebiet ist nun angesagt. Ein Teilstück vom Küstenwanderweg ist weggebrochen und mir ist es nun zu gefährlich, dort mit einer Gruppe entlang zu wandern. Nach dem Wohngebiet stehen wir aber wieder an der Steilküste und können nun die kleinen Naturwunder bestaunen, die schon zur Ponta da Piedade, unserem Ziel dieser angenehmen Wanderung, gehören. Zur Ponta da Piedade existiert ein eigenes Video.
Dort gelangt ihr hin, wenn ihr hier auf den Link klickt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und falls ihr interessiert seid, wie die anderen Tage innerhalb einer Wanderwoche aussehen, dann schaut euch einfach die nächsten Wanderwochenvideos an. Es würde mich freuen, euch bei einer meiner geführten Wanderungen kennenlernen zu dürfen. Viel Spaß bei eurem Portugal-Algarve-Urlaub und vor allen Dingen bei euren Wanderungen. Euer Uwe Schemionek.